Film Deutsch, Familie Rossi, Familie Rossi auf Camping. Mal sehen, was passiert. Ah, es ist herrlich, Urlaub mit dem Camping zu machen. Ja, echt cool mit unserem neuen Wohnmobil, was wir gekauft haben. Na Emma, wir werden Lena schlagen. Ja klar werden wir sie schlagen. Das wird echt Spaß machen. Also wer fängt an, du oder ich, Lena? Es steht fest. Kinder, wir sind da. Wow, wir sind da an unserem Campingplatz. Sofort aussteigen, mal sehen, wo wir hier gelandet sind. Puh, wie heiß es hier ist. Ja, und wir haben auch einen wunderbaren Campingplatz. Das ist doch wunderschön. Ja, echt. Ich hole jetzt gleich noch die Sachen vom Abstellraum. Wir haben ja nämlich einen Abstellraum. Perfekt, dort sind alle unsere Camping-Sachen. Dafür muss ich mich jetzt reinkriechen. Oh Mann, wie eng es hier einfach ist. Ich habe ja schon mal alle Schüler aufgeklappt und hingestellt. Ich hole den Tisch und wir warten hier auf dich, Papa. So, schnell hoch. Endlich, da bin ich mal wieder. Irgendwie frage ich mich gerade, was ich auf dem Wohnmobildach mache, aber es hat ja auch einen Grund. Los geht's. So, perfekt. Hier sind die Sachen für den Tisch. Julian wird mir dann helfen. Und Lena und Emma können mir auch ruhig helfen oder auch zugucken. Ein von den beiden. Na, baut ihr den Tisch auf? Ja, Julian hilft mir. Okay. Lena und Emma sind drin gegangen. Die wollten noch ein bisschen spielen. Okay. Ja, das macht voll Spaß, Emma. Ja, echt. Ich frag mich, wo Mama ist. Ich bin hier unten. Sieht ihr mich nicht? Ah, da. So, und jetzt noch eine Schraube, Julian. Ja, ich geb sie dir. Hervorragend. Und jetzt noch dahin schieben zum besetzten Platz. Perfekt, Julian. Sehr gut gemacht. Lass uns jetzt gucken, was Mama macht. Okay. Wie schön. Christian, was kochst du denn da? Es sieht echt lecker aus. Ach, wirst du schon sehen. Kinder, Essen ist fertig. Ja, wir kommen. Mama, das schmeckt echt gut, das Essen. Ja, Emma, es tut mir echt leid für dich. Wir haben leider nur 4 Stühle mitgebracht. Wir haben einen bestimmt vergessen. Dann kannst du einfach auf meinen Schoß sitzen. Und Kinder, gleich gibt's Abend. Das ist ja unser Mittagessen. Danach gibt's dann noch Abendbrot. Und ja, jetzt könnt ihr noch eine Runde spielen gehen. Ja, cool, wir spielen Verstecken, okay? Ja, Verstecken, darauf habe ich jetzt gerade irgendwie richtig Lust drauf. Ja, also, wer zählt? Bin's nicht. Oh, na gut, dann zähle ich halt mal wieder. 1, 2, 3. Mist, Emma, wo verstecken wir uns? Ah, für dich habe ich schon eine Idee. 9, 10, geh einfach im Klosett rein, okay? Warte, ich schließe noch den Klodeckel, bevor er dich noch sieht. Jetzt gehe ich mich draußen verstecken. Ich verstecke mich hier im Abstellraum. Perfekt, und hier habe ich auch sogar noch Platz zum Sitzen. 30, versteckt oder nicht, ich komme. Wo sind die beiden? Ist hier denn Emma zu sehen? Also ich sehe keine Emma oder Lena. So, ich gucke jetzt einfach mal. Aber im Moment sehe ich niemand. Muss mal auf Klo. Öffne ich mal den Klodeckel. Buh, Emma, was machst du denn hier im Klosett? Ja, tut mir leid. Also ich habe mich ja hier für dich, also wegen dir versteckt. Wir spielen Verstecken, aber im Klosett, okay? Also das war ja wirklich was. Ich gehe noch kurz auf Toilette und dann suchen wir weiter nach Lena. Perfekt, endlich fertig. Lena, wo bist du? Sucht ihr gerade nach Lena? Ja, wir suchen gerade wirklich in Wirklichkeit jetzt ohne Scheiß. Lena, wo ist sie denn? Ist sie hier vielleicht irgendwo? Weiß nicht, ich frag mich, spielt ihr denn Verstecken? Ja, wir spielen Verstecken. Puh, zum Glück, ich dachte schon, dass Lena wirklich einfach so, keine Ahnung, was passiert wäre. Nee, erwischt! Mann, wie hast du das einfach nur gemacht? Abendbrot, ich hab dich einfach gesucht. Lecker Schmecker. Kinder, na, ich gehe jetzt duschen, dann duscht Papa, dann duscht ihr drei. Und ja, zusammen? Nein, nicht zusammen, aber beeilt euch mindestens. La 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 la. Wir sollen da etwa weniger als 5 Minuten darunter stehen. Und Mama, sie bleibt da. Keine Ahnung, 2 Stunden? Mama, wie lange duschst du denn da? Ja, ich komme jetzt raus.
Jetzt bist du, Schatz. Jetzt du, Lena. Jetzt du, Emma. Jetzt du, Julian. Gute Nacht, Kinder. Hä, und wo schlafe ich? Guck mal, die Lena ist so nett und hat ja noch ein bisschen Platz freigelassen. Dann lege ich mich hier hin. Ja, Schatz, jetzt müssen wir uns anfangen einzuschlafen. Gute Nacht.